Umbreon ist ein Pokémon mit dem Typ Boden, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Vibrava, welches sich wiederum zu Libeldra weiterentwickeln kann. Knuckleon besitzt einen rötlich-braunen Körper mit einer weiß gefärbten Bauchseite und zwei schwarze, funkelnde Augen. Hierbei ist der Kopf genauso groß wie der Körper, sodass es dem Pokémon, sobald es einmal umfällt, sehr schwer fällt, sich wieder aufzurichten. Die Größe seines ovalen Kopfes kann durch seinen gigantischen Kiefer begründet werden. Dieser Kiefer besitzt genügend Kraft, um Felsen zu zerquetschen. Des Weiteren erinnert Knuckleons runde Form an einen Ameisenlöwen. In seiner Shiny-Form verfügt Knuckleon über einen dunkel-türkisfarbenen Körper. Knuckleon ist ein Pokémon mit relativ ausgeglichenen Werten, jedoch ist es unglaublich träge und gehört zu den langsamsten Pokémon überhaupt. Auf der anderen Seite verschafft ihm sein gigantischer Kiefer eine vor allem für unentwickelte Pokémon immense Angriffskraft. Das Gebiss wird für Attacken wie Knirscher oder Geofissur nutzbar gemacht. Knuckleon nutzt seinen sandigen Lebensraum für eine Vielzahl von Bodenattacken wie Erdbeben, Dampfwalze oder Lehmschelle aus oder gräbt sich mittels Schaufel ein. Es kann Sandstürme beschwören und mittels Steinhagel Felsbrocken auf Feinde herabregnen lassen. Das Graben von Fallgruben, an deren Grund es lauert, zeigt sich in den Attacken Sand, Grab und Geduld. Aber auch in der Fähigkeit Ausweglos, welche andere Pokémon am Fliehen hindert. Andere Exemplare haben die auf den Kiefer anspielende Fähigkeit Scherenmacht, ihre Angriffskraft kann nicht reduziert werden. Einige Exemplare können die versteckte Fähigkeit Rohe Gewalt aufweisen, die Kraft von Attacken verstärkt, aber deren Zusatzeffekte verhindert. Knuckleon bewohnt trockene, wüstenartige Lebensräume wie die Route 111 in Hoenn oder die Heiner Wüste Alolas. Im heißen Wüstensand hebt es trichterförmige Fallgruben aus und wartet dann geduldig darauf, dass Beuteopfer in die Fallen hineinrutschen, an deren Grund es lauert. Es kommt dabei regungslos bis zu eine Woche ganz ohne Wasser und Nahrung aus. Die Gruben sind auch sein Bau, nachts vergräbt es sich zum Schlafen komplett im Sand. Knuckleons gigantischer Kiefer, mit denen es Felsen und Steine zerbrechen kann, machten es zu einem gefährlichen Feind. Jedoch ist es so schwer oder ist er so schwer, dass es einmal hingefallen, sich nur schwer wieder aufrichten kann. Dann wird es zum Opfer von anderen Wüstenbewohnern wie Garnovil. Dabei ist Knuckleon der erste Teil der dreischubigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich so wie Brava, welches sich selbst zu Libeldra weiterentwickeln kann. Im Laufe seiner Entwicklungen verwandelt sich dieses Pokémon von einem im Sand versteckten Käfer über eine insektenhafte flugfähige Form hin zu einem großen gefährlichen Jäger. Auffällig ist hierbei, dass sich Knuckleons Körperfarbe von denen seiner Weiterentwicklungen unterscheidet. So ist Knuckleon in einem rötlichen Braun gefärbt, während Libeldra und Vibravas Körper grün sind. Knuckleons Erscheinung basiert hierbei vermutlich auf der eines Ameisenlöwen, währenddessen basiert die seine Weiterentwicklung vermutlich auf einer Ameisenjungfer, welche in der Biologie ebenfalls als der höhere Entwicklungsstadium oder als das höhere Entwicklungsstadium, Entschuldigung, eines Ameisenlöwen zu finden ist. Bei der Entwicklung zu Libeldra erweitert sich der Körper dieses Wesens, welches erst an einen Netzflügel erinnert, durch Elemente eines Drachen. So wird Libeldras Körper kräftiger und es bilden sich Hände mit Krallen. In den Spielen wird aber die Entwicklung von Knuckleon zu Vibrava auf Level 35 ausgelöst und von Vibrava zu Libeldra auf Level 45. Mit dem Typen Boden ist es immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift- und Gesteinsattacken, doppelten Schaden gegen Wasser-, Pflanzen- und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.